Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Mario Kart 8 und wie ich gerade sehe, verlassen uns hier alle. Ich muss zugeben, ich habe eben schon mal ein Rennen aufgenommen, da bin ich direkt in eine volle Lobby geworfen worden, aber da war das Problem, dass ich nebenbei noch ein 10.000er, ein Video auf YouTube hochgeladen habe, die Folge für morgen. Und das fand mein Ava Media scheinbar nicht so lustig. Also ich bin gar nicht mal sicher, ob ich dieses eine Rennen überhaupt verwerten kann, weil auf Ava Media wirkt das sehr asynchron. Also Ava Media kam jetzt nicht wirklich hinterher, was aufzuzeichnen. Dementsprechend hatte ich jetzt lieber noch mal eine halbe Stunde gewartet, so lange brauchte der Upload noch. Und ja, natürlich. Wollte er mich bitte berührt mit seinem roten? Und versuche es jetzt einfach nochmal. Und von da hoffe ich, dass es jetzt besser läuft. Ich meine, so habe ich euch ja schon mal erzählt. So ein, zwei Sekunden Verzögerung ist... ist immer drin. Und das Rennen kann ich, glaube ich, jetzt schon vergessen, weil ich hier so eine Scheiße mache. Ich habe jetzt auch schon Mario Kart wieder etwas länger nicht mehr gespielt. Aber gut, das soll keine Ausrede sein. Weißt du, wenn ich nicht von Items abgeschossen werde, dann mache ich selbst so eine Scheiße. Das kann doch nicht angehen. Okay. Goldpilz. Ja, natürlich! Alter! Ja. Ich bin gerade im Überlegen, ob ich das Rennen hier auch noch auslasse und vielleicht das nächste nehme, was dann wirklich das erste Rennen dieser Folge ist. Ich habe auch keine Lust, hier mal überrundet zu werden. Das wäre das erste Mal. Und also, nee. Das könnt ihr aber jetzt mal getrost vergessen. Kriege ich nicht wenigstens noch den Yoshi? Ich meine, die anderen beiden kriege ich jetzt nicht mehr davon ganz abgesehen. Das ist ja schon peinlich genug. Aber wenigstens den verdammten Yoshi. Hallo, wie oft ballert der eigentlich seine Grün nach hinten? Kann er das nicht irgendwie nach vorne? Ich meine, ich bin ja jetzt nicht mehr wirklich gefährlich. Muss man jetzt mal echt sagen, weil... ja, ich eine eigene Scheiße hier fabriziert habe. Also von daher braucht er die bitte nicht nach hinten werfen. Oh, das ist ja zum Kotzen. Es fängt ja schon super an. Dieses Rennen, das ist einfach nie passiert. Das ist nie existiert. Nie existiert, hat nie existiert. Und ich kriege trotzdem minus 10? Ich dachte, der 10.000er hebt das so ein bisschen. So. In dem ersten Rennen eben habe ich auch schon minus 12 gehabt, also ich kann die Konsole direkt schon wieder ausschalten. Oh Mann. Und sorry, falls ich jetzt gerade gegen mein Headset gekommen bin. Passiert schon mal. Ach, der Alex. Hallo. Also der in grün mit den kurzen Haaren. Ich kann das jetzt gerade nicht zeigen, weil ich spiele eigentlich hier mit dem Pro Controller und nicht mit dem Pad. Aber ja. Hallo Alex. Und du hast meine Schande von eben gesehen. Das ist, ja. Ohne Worte, ich weiß. Denk dir nichts dabei. Wie gesagt, das Rennen hat nie existiert. Slimmy Pants. Nee, Slimy Pants. Slimmy. Oh Gott. Ja. Ich bin irgendwie nicht so ganz auf der Höhe heute, kann das sein? Und ausgerechnet dann meine ich hier Mario Kart aufnehmen zu müssen. Super. Was Besseres hätte ich nicht machen können. Ah gut, wir fahren Discodrom mit einer meiner Lieblingsstrecken. Und da muss doch jetzt mal irgendwie was da rumkommen. Ich hoffe es. Also ich meine, schlimmer als eben konnte es ja nun ehrlich gesagt wirklich nicht mehr sein, ne? Aber wir warten mal ab. Und ich wollte mir eigentlich angewöhnen, den, pinken Weg zu fahren, weil ich habe das Gefühl, der grüne hier ist länger und ich weiß es gar nicht mehr, wer mir das gesagt hatte. Der meinte auch, ja nee, der grüne, der ist länger. Ich habe leider jetzt vergessen, wer das war. Es tut mir leid. Entweder das war Revi, Mastermind oder Wirbelsturm. Oder war es Turm? Ach, ich weiß es doch nicht. Ich habe mittlerweile so viele in der Liste, was ich niemals gedacht hatte. Ich weiß noch, als ich mir die Konsole zugelegt habe, da hatte ich keinen Schwein da drin.
in meiner Freundesliste. Mir sind irgendwie nach und nach immer welche dazugekommen, was echt mega cool ist. Ich habe mich immer über jede Freundesanfrage gefreut. Echt wie so ein Schnitzel. Und ja. Irgendwie haben wir den ersten leider immer noch nicht bekommen. Den roten, den... Oh, was hat er getan? Ich bin Erster. Was für ein seltener Anblick. Jetzt geht mir der Blueberry auf den Geist. Ich weiß jetzt noch gar nicht, was Alex fährt. Konnte ich noch nicht gucken. Weil ich habe mit Alex noch nicht so wirklich oft gezockt. Von daher kenne ich noch nicht so seine Card-Kombo. Aber das werde ich mit Sicherheit noch herausfinden. Ja, geh weg. Ich knall dich nur mit meinem Roten ab, damit du es weißt. Die letzte Runde, Mann, die letzte Runde. Bitte! Lasst mich das jetzt hier machen. So, und endlich habe ich es mal geschafft, den pinken Weg zu nehmen. Hat sie auch mal was für sich. Aber wetten, die kriegen hier jetzt gleich, oder zumindest der eine hinter mir, kriegt gleich irgendwie Pilze und überholt mich noch. Ach so, nein! Wir machen das so. Haben wir drei rote? Nee. Warum ist der hinter mir nicht getroffen worden? Oder... Ach, ich habe doch keinen Pfeil. Egal! Wir sind Erster. Ach, der hinter mir getroffen worden. Was laber ich da eigentlich? Ich hatte jetzt nur gerade aufs Pad geschaut. Ich habe gesehen, dass er eine Münze hatte. Und hat jetzt gesehen, beziehungsweise gedacht, dass... Ach, der Metal Mario, den Vater. Weil manchmal machen ja die Roten das so, dass... sie an denjenigen, der vorne an der vor einem ist, dran vorbeigeht und dann auf den anderen geht. Das dachte ich erst wäre passiert, aber der kam dann eben noch zuvor ein Item und logischerweise hat er dann getauscht und hat dann dementsprechend eine Münze bekommen. Ja, so einfach ist es. Naja. Nein! Oh! Jetzt wollte ich einen Schluck trinken und klecker. Super. Meine Hose ist ruiniert. Habe ich irgendwo ein Taschentuch? Nein, natürlich nicht. Warum sollte ich auch? Oh doch. Habe ich doch, aber es hilft jetzt auch nicht mehr wirklich was. Oh Mann! Kann ich doch jetzt nicht gebrauchen. Oh, mein schöner Saft. Super. Wird nicht von uns jetzt den Start deswegen. Ja, so halbwegs. Super. Ja. Klasse. Es war ja wieder... Und was zu trinken habe ich trotzdem nicht bekommen. Und bin letzter deswegen. Ja. Super. Was will man mehr? Jetzt muss ich erstmal hier gucken mit diesen... Ja genau, baller die nach vorne und sei jetzt nicht so ein Backspammer. Das hätte dich jetzt... Hätte sich für dich jetzt nicht wirklich gelohnt. Ich wollte gerade sagen, wenn du mir das Item wegnimmst, dann kriege ich echt zu viel. Okay, danke, du hast mir meinen roten geklaut. Ja, natürlich. So, fünfter. Und wir haben drei Pilze. Oh, nimmst du nicht die Abkürzung? Nee, super, dann hätte ich die ja auch mal nehmen können, ne? Aber meistens, wenn ich dann drei Pilze habe, wie gesagt, haben andere die auch und dann lohnt es sich einfach nicht, die Abkürzung zu fahren. Weil ich dann kein Item mitbekomme. Dann kürze ich wenigstens da vorne so ein bisschen ab. Aber ja. Woher sollte ich auch wissen, dass er das nicht nimmt? Ja, guck mal, der fährt extra so ein scheiß Umweg um... Wow. Um erstmal den anderen da mitzurammen. Und jetzt kriegt er auch noch ein... Ja, natürlich. Wie viele haben denn hier jetzt bitte einen Stern? Und profitieren hier von dem Blitz. Genau, Alex, knall ihn ab. Knall ihn ab. Das ist ein Italiener. Wo kommst du denn her? Ich wollte sagen, wenn du jetzt noch das Item wegnimmst, ne? Das letzte finale Item. Ja, ne? Alex, ich will dich nicht plattfahren. Okay. Hab Alex nicht mehr bekommen. Auf dem vierten plus 0, ja. Okay. Hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt, das Rennen für mich, aber gut. Wenigstens keine Minuspunkte, so wie vorhin. Davon habe ich jetzt heute ehrlich gesagt schon wieder genug. Ich meine, minus 22 in zwei Rennen. Ja, ohne Worte, ne?
So, was fahren wir denn? Sind eigentlich viele tolle zur Auswahl. Immer mal königliche Rennpiste. Was so ziemlich fast jeder haben will. Okay. Kann ich mitleben. Wie viele Minuten haben wir es? 10. Okay. Noch locker Zeit. Entschuldigung. Gut, also wenn das jetzt nicht königliche Rennpiste geworden ist, hätte ich es auch nicht gewusst, aber manchmal sind auch eine Strecke so stark vertreten und einer wählt irgendwas anderes und da bekommt das. Also es muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass es jetzt Royal Raceway oder königliche Rennpiste, wie auch immer man es nennen möchte, drankommt. So, und diesmal fahren wir nicht in Start. Ach, guck mal, der Alex fährt auch ein Jetbike. Gute Wahl. Sehr gute Wahl. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie mit einem Kart angefangen. Mit einem Bike angefangen. Und bin irgendwie dran kleben geblieben. Obwohl ich schon so einige Male überlegt hatte, auf ein Kart umzusteigen, wie auch immer. Aber irgendwie bin ich bei meinem Jetbike haften geblieben. Ich habe zwar mal auch andere Bikes ausprobiert. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es heißt, dieses orangefarbene mit dieser Sprudelwerbung. Aber irgendwie... Irgendwie das Jetbike. Mochte ich bislang am liebsten. Finde ich auch irgendwie am stylischsten. Wobei der Style-Faktor hier ehrlich gesagt so ein bisschen nebensächlich ist. Wo bist du mit deinem Stern? Okay. Huch! Wobei es auch leider wirklich so ist, dass er natürlich... Na gut, wenigstens kriege ich nicht den blauen ab. Das ist sowas, habe ich... Zumindest habe ich jetzt so das Gefühl, dass es schlichtweg einfach mehr Karts gibt als Bikes. Und gerade wurde ja auch wieder ein neues Kartteil angekündigt, das jetzt in dem DLC-Pack für November erscheint. Ich habe jetzt leider den Namen vergessen, obwohl ich es bitte vor mir habe. Und wie gesagt, das ist ja auch ein Kart. Die könnten gerne mal ein paar Bikes machen. Natürlich nichts gegen. Aber das ist mir scheinbar nicht vergönnt. Gut. Ich habe extra gut gesagt, anstatt so. Ja, ich habe es mir verkniffen. Dritte Runde. Und ich möchte jetzt noch irgendwie etwas reißen. Alex! Oh, cool. Ich dachte schon wieder, ich bombe mich selbst weg. Alex, lass mich... Alex! Wie kannst du nur? Ich möchte nicht gerostet werden. Und Bowser schmeckt auch nicht geröstet. Das schmeckt allgemein nicht. Mit seinen ganzen Stacheln und hast du nicht gesehen. Na, Alex? Alex? Nee, ich krieg das nicht mehr, ne? Nein, natürlich nicht. Naja. Einen soliden dritten Platz, also sollte man sich jetzt eigentlich nicht beschweren. Wenn ich jetzt noch ein, zwei Pluspunkte bekomme, wäre das ganz schön. Ja, plus 8. Ist doch okay. Bin ich mir zufrieden. Mr. Beer! Und Nier ist letzter. Ja doch, mit plus 8 kann man noch arbeiten. Also, mit plus 8 kann ich echt arbeiten. Das wird mir schon mal weitaus schlimmer. Und außerdem halte ich damit meine 7300 und strebe sogar ein bisschen die 400 an. Also, wirklich, was will ich mehr? Ist doch awesome. So, bitte nicht Vulkangrollen. Alex, du hast Vulkangrollen gewählt. Wie kannst du nur? Es geht doch nicht. Die Strecke mag ich nicht. Zumal ich da immer noch nicht die Abkürzung geübt habe. Die ganz letzte vor dem Ziel. Weil da springe ich immer noch in die Lava und... Ja. Ach, Alex! Jetzt gibt es auch noch deine Strecke. Kann doch nie sein. Oh, Alex, du hast mehr Punkte als ich. Oh, du ganz knapp. Na, was heißt ganz knapp? So 300 Punkte, bis man die mittlerweile in Mario Kart zusammen hat. Zumindest geht's mir so. Und die anderen, die sind ja wirklich gut noch im Farmen, aber ich irgendwie mittlerweile nicht mehr. Deswegen, bei mir geht's eher jetzt so darum, Punkte zu halten. Und wenn ich da mal auch Pluspunkte kriege, ist es doch auch ganz nett. Alex, geh weg mit deinem grünen Robot. Dankeschön.
Huch, ich habe dich sogar getroffen. Hab ich dich getroffen oder hatte ich einen anderen Grüner getroffen? Weil hier waren gerade so viele. Ich kann es gar nicht mal mit Sicherheit sagen. Und wenn, dann war es nicht beabsichtigt, weil ich kann eigentlich nicht mit coolen Snipern. Das war dann wohl eher mehr Glück als Verstand. So, hier habe ich mir mittlerweile auch angewöhnt, diesen Weg zu fahren. Weil der... Huch! Ich wollte gerade sagen, ich habe die Bombe noch gar nicht losgelassen. Weil der kürzer ist, ist der andere. Oh Gott, oh Gott. Gut. Kann ich bitte jetzt auch mal wieder groß werden? Dankeschön. Ein Roten. Was machen wir denn damit? Den 10.000 abknallen. Gute Wahl. Und leider hat er einen Pilz, also spricht er jetzt gleich wieder da. Na, ja, vielleicht ist er auch jetzt wieder da. Nee. Das ist Slimy Pants. Nicht Sleepy, ich weiß. Oh Mann. Ich weiß gar nicht, ob es hier etwas bringt, wenn ich hier noch den Gleitschirm behalte. Auf dem Boost. Aber meistens ecke ich dann eher damit an. Von daher habe ich mir das wieder abgewöhnt. Aber keine Ahnung, wie gesagt, ob es wirklich was bringt oder nicht. Ja, möchtest du unbedingt von meinem Boomerang getroffen werden? Oh, okay. Ja, hallo? Wie viele Blitze wollen hier noch kommen? Mr. Beer! Mr. Beer ist mal komisch vor mir hergespawnt. Gut. Egal, er hat schon mal irgendeinen Fahrfehler gemacht und ich bin dadurch Erster. Man mag es kaum glauben. Da erinnere ich mich noch das letzte Mal an Vulkangrollen, wo Links Sang dabei war. Und ich habe mich schon hinter der Ziellinie gewähnt, aber... Jens Sang dachte sich hier so, nope! Nicht mit mir, ich nehme die Abkürzung und ja, schnappt ihr den ersten noch weg. Nämlich diese hier. Warum sollte ich die jetzt nehmen? Ich bin ja nicht blöd. Und fahre einen soliden ersten nach Hause. Wahnsinn! Und das auf Vulkanrollen. Das ist unglaublich. So, zeitmäßig haben wir 17 Minuten. Okay. Boah, plus 16. Episch. Richtig cool. Ja, ein Rennen quetsche ich noch ein. Wahrscheinlich bin ich dann eh wieder über die 20 Minuten drüber, aber... Ja. Ist egal, Leute. Ich mach das doch gerne. Was fahre ich denn jetzt? Was möchte ich? Ich bin eben zufällig. Ich habe zwar für einen kurzen Moment überlegt, Regenbogen zu nehmen. Aber da ich in letzter Zeit ja mal runtergeboostet werde... Habe ich da gerade nicht wirklich Lust drauf. Aber Alex, wie es mir scheint. Ja. Ah, wehe, du kriegst jetzt schon wieder deine Strecke. Okay. Marius Piste. Auch eben, als ich kurz in der einen Lobby war, hier haben wir ja schon drei Japaner, aber das ist schon normal. Aber... In der Lobby, wo ich eben zuvor dieses eine Rennen gefahren bin, da waren, ich glaube, 6 oder 7 Japaner. Ja. Ich habe eben mal in Miiverse geguckt, da haben die das, also zumindest eben, als ich geguckt habe, da hatten die das 8:30 abends. Ja. Ich finde das echt, ja. Wer war das jetzt bitte mit seinem Bumerang? Teilweise, finde ich das echt immer interessant zu sehen, diese ganzen Zeitverschiebungen. Oder eben New York, da war das erst gerade mal kurz vor 8 morgens. Ist echt schon cool, das zu sehen. Alex, ich glaube, das war deine Pflanze, deine Bombe. Ich habe eine Pflanze. Oh Mann! Ah, Glück gehabt, Alex. Wieso hätte ich dich sonst gefressen? 9. Mein Gott. Ich wollte gerade sagen, kommt das Item auch noch wieder befeuchtet. Hat sich erledigt. Weil mal wieder ein Blitz kam. Wie viel Blitz war das jetzt bitte? Also allein in Vulkangrollen hat wieder 2. Hier ist jetzt wieder der erste in der zweiten Runde. Ja, natürlich kriege ich kein Item. Ja, was machst du? Oh. Ja, ist mir so klar. Was behindert der... Wow. Mich auch mit diesem einen grünen... Hallo? Also gut, dass ich jetzt nicht irgendwie Rosalina gefahren wäre, da wäre ich ja schon wieder
Was weiß ich, wie oft im Gras gelandet und wäre hier der Ping-Pong gewesen. Als ob ich darauf Bock hätte. Wobei ich eben kurz mal überlegt habe, warum sitze ich hier jetzt im Bild sein, egal. Eben kurz überlegt habe, mal wieder einen anderen Charakter zu nehmen. Ich hatte sogar erst überlegt, mal meinen Mii zu nehmen. Aber irgendwie war mir das... War mir das nicht so ganz geheuer. Na, na, na! Nee. Oh, toll. Minus 2. Glückwunsch, Alex, im zweiten. Wie gesagt, war mir das nicht so ganz geheuer und hab's dann gelassen. Na gut. Okay, Leute, das war Folge 14 und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, eure Katan.